Moin Freunde, was geht ab? Willkommen zum Topspiel. Heute der erste gegen den zweiten in der Bundesliga. Leverkusen gegen Bayern. Und Freunde, es ist das Topspiel des Jahres. Ey. Der erste gegen den zweiten, Leverkusen mit 2 Punkten Vorsprung, erster. Ich hoffe, dass wir doch so bleiben oder Leverkusen punktet nochmal und verbessern den Vorsprung. Und ja, Freunde, ich hoffe, Leverkusen macht das heute. Ich bin so gespannt. Ich habe so Bock auf das Spiel. War richtig schwer, ein Ticket zu kriegen. Und ich habe einfach nur Bock, Freunde. Nur die Bayer Arena. Und ich würde sagen, Leverkusen gewinnt heute 3-2 gegen Bayern. Das wird ein knappes Spiel in der Nachspielzeit wieder. Und ich hoffe, wir jetzt machen einen Hattrick heute. Und Freunde, ich rede nicht lange, lange Rede, kurzer Sinn, Freunde. Und sagen Sie zum Stadion. So, bis zum Sinn, Freunde. Let's go. Der München aus Westburg auch schon am Start. Von den Bayern. Geil!
Zur Halbzeit steht es 1-0 für Leverkusen. Man hat schon ein paar Chancen, die man eigentlich schon machen könnte und müsste, aber ja, wenn man eine Chance gegen Bayern nicht macht, dann kassiert man meistens selber welche hinten. Aber mal gucken, bis jetzt machen wir das sehr gut hinten Leverkusen. Bayern kam nur 2-3 Mal aufs Tor, aber ungefährlich. Und ich denke, Leverkusen wird das gut über die Bühne bringen. Ich hoffe, wir machen das. Wir machen das noch. Ein Tor, 2-0 und dann Ecke drauf, wie sie bringen. Das ist gerade die Live-Tabelle, Leverkusen mit 5 Punkten Vorsprung vor den Bayern. Und die zweite Hälfte beginnt. Thank you.
Danke Bayern noch, alles Ende. Meine Freunde, das war's aus dem wilden Topspiel heute. Leverkusen gewinnt 3:0. Es war sehr stark gespielt und so gut gemacht einfach von den Bayern ohne Torschuss, glaube ich, sogar aufs Tor. Und ja, Freunde, Glückwunsch an das ganze Team von Leverkusen. Glückwunsch auch schon mal für die frühzeitige Meisterschaft, Digga. Das Ding gehört denen, denke ich mal und hoffe ich mal. Ja, Freunde, ich hab viel zu sagen. War ein geiles Spiel. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Lasst auf jeden Fall ein Abo und Like da. Vergiss nicht, die Glocke zu aktivieren. Und folge auf Instagram, Freunde. Ich würde sagen, haut rein. Ciao.